Und da bin ich auch schon wieder. Und zwar war mein Mikro in der letzten Aufnahme nicht richtig eingestellt. Das war anstatt auf 100% Pegel nur auf 49 oder so. Ja, es war 49. Und natürlich habe ich es jetzt erstmal wieder auf 100% geschraubt, weswegen meine Stimme in der letzten Aufnahme vielleicht etwas leise war. Und außerdem habe ich gleich noch die Soundqualität von CD-Qualität auf DVD-Qualität erhöht. Das heißt, eventuell ist jetzt, keine Ahnung, die Soundqualität 0,1% besser. Also ich habe keinen Unterschied gehört, aber soll halt angeblich besser sein. Und ja, ne, jetzt müsste ich wieder lauter sein. Jetzt müsstet ihr mich wieder besser verstehen können. Und dem beachten wir nicht und gehen einfach mal weiter. Hallo, ich bin der Rainer, ich verkaufe mit Rainer. Oh, Steinwurzeln. So, hallo. Da ist er ja. Oh, hier liegt schon eine Waffe. Oh, ein rostiges Schwert. Na, wenn das nicht besser ist als unsere 5 Tonnen schwere Axt. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wie Drogendealer hier. Stückwürfel! Die nehmen wir. Was ist das? Geschicklichkeit Bonus 20 brauchen wir nicht. Armbrüste brauchen wir auch nicht. Gartenschwert, bla bla bla. Oh. Wie sind wir denn hier? Ich muss mal kurz unsere Waffen angucken. Es könnte jetzt ein bisschen dauern. Schaden 50 haben wir. Und die beste hier macht 55 und ist eine Einhandwaffe. Ziemlich troller, lol. Die macht 57, 58. Ach so, nach unten wird es natürlich immer besser. Natürlich. Was war das denn? Halbmondschwert? Sieht aus wie ein Hermes. Ja, bitte gebt dazu keinen Kommentar ab. Alter, ja, Hüterklinge. Die nehmen wir. Ich habe mir in Gossip noch nie Waffen gekauft. Das muss ich jetzt ehrlich zugeben. Weil normalerweise braucht man keine Waffen kaufen in Gothic. Man findet jede Waffe. Aber ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt tue. Ich weiß genau, dass wir die Hüterklinge noch finden werden. Aber guckt mal, wir haben so einen Haufen Shit hier dabei. Ich bin jemand, der immer von jeder Waffe eins dabei haben will. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist Sammeltrieb von mir. Ich sammle Waffe in Spielen. Richtschwert haben wir zweimal. Stein. Herrschildelen. Stachelkeulen, dafür müssen wir einige haben. Streitkolben müssen wir auch ganz schön welche haben. Ja. Grobes Schwert. Schnitter. Ganz schön schnittig. Verwittert, Axt, nicht verwildert. Ich kann nicht richtig lesen. Ja, wir haben einiges altes Schwert. Nagelkeulen, aber dafür müssen wir noch richtig viele haben. Oder auch nicht. Rostiges Schwert. Alter Schwede, Mann. Spitzhacke. Schuhracken, Langbogen. Langbögen haben wir ein paar. Noch ein Bogen. Warte mal. Mist, ich wollte jetzt gucken, was mehr Schaden macht. Geht natürlich nicht. Und Pfeile. Oh. Die Rüstung behalten wir. Was haben wir denn zurzeit für Amulett? Amulett. Boah, kann ich natürlich nicht nachgucken. Na gut, dann geben wir den jetzt hier. Ach so, hier können wir noch ein bisschen was verkaufen. Die Triche brauchen wir wahrscheinlich noch. Was? Laborschlüssel. Fackel, Pfeife. Mann, die auch Fähigkeit, die rauchen, die brauchen wir vielleicht noch. Das brauchen wir nicht mehr. Oh, Junge. Ich gucke genau auf den Preis. Das müsste... Ja, es wird knapp, dass das reicht. Oh. Ey, geht perfekt auf, Mann. Das muss ich jetzt drücken, Enter, ne? Ja, annehmen. Ich danke dir. Es war sehr nett, mit dir zu handeln.
jetzt gucken wir mal wegen Artefakte, was wir hier Stärke überhaupt sind. Wir noch OP-iger. Wir haben jetzt eine Stärke, weiß ich nicht wie hoch. Das Spiel würde die Stärke gar nicht mehr berechnen, glaube ich. Ich kann ja mal gucken. Ja, Stärke 128, obwohl man normalerweise nur 100 haben kann. Oh. So, Leicester wollten wir warnen gehen. Leicester. Wunderschön. Besser als so eine 5 Tonnen schwere Axt hier immer hin und her zu schwingen. Da oben standen doch immer welche. Ob die mir auch was tun, das muss ich mal kurz testen. Wenn nicht, kann ich ja immer noch wegrennen. Ja, die sind nicht freundlich. Okay. Wir gehen hier mal hoch. Ich weiß nicht, war ich hier schon mal oben? Ich habe keine Ahnung mehr. Schließlich läuft das Gothic Let's Play ja schon eine ganze Weile. Gilbert, hallo. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager. Hatte Ärger mit Gomez Leuten. Ist aber schon eine Weile her. Schätze, jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Im alten Lager rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. Ja, das stimmt. Ich geb dir recht, du solltest nicht zurückgehen. Hat er was dagegen, wenn wir seine Truhe knacken? Ja. Mist. Ja, das Brocken, Bier brauche ich alles nicht. Und doch den Käse. So, und das gebratene Fleisch. Das Bier kann er behalten. Wo sind wir denn? Oh doch, hier war ich schon mal oben in der Aufnahme. Jetzt erinnere ich mich wieder. Alter, was ist das da denn? Hier war ich da noch nicht. Ich speichere erstmal, dass wir hier nicht mehr wegkommen. Ich wollte eigentlich gucken, wegen Abkürzung, ob es hier irgendwie kürzer geht. Hallo. Oh Junge. Oh, ihr seht mich nicht. Oh Junge, ihr mich auch nicht. Oder vielleicht doch. Shit, Mann. Okay. Jetzt sollen sie mich doch sehen. Hallo? Oh, shit, Mann. Oh, richtiger Shit, Mann. Heilige Scheiße! Oh shit. Oh, richtiger Shit, Mann. Jo, also ich würde ja sagen, wir sind im Ork-Gebiet, wa? Aber richtig fett im Ork-Gebiet. So richtig edel. Oh, alter Schwede. Das war jetzt doch heikel. Alter, stehen da 30 Dutzend Orks um die Ecke, ey. Oh, oh. Die geben nicht nach. Lass mich bitte in Ruhe. Ach, spätestens bei Leicester hinten wissen die das gar nicht mehr. Wenn ich bei Leicester bin, folgen die mir eh nicht mehr. Sorry Leute, Fraps war mal wieder voll. Tut mir leid.
Euch fehlt jetzt mindestens eine Sekunde. Und wir speichern erstmal. Das ist nun nicht. Okay. Jo, Flops war mal wieder voll, ne? Es ist doof im Hintergrund zu rendern und nebenbei aufzunehmen. Dann verbraucht man natürlich doppelten Speicher. Aber egal. Hä? Sind wir richtig? War das da letztes Mal auch schon? Würde ich am liebsten mal gucken gehen, aber ich komme ja nicht mehr hoch, denn so schnell. Lalala. Okay, hier steht wieder der Babbo oben hier, Alter. Das ist der King im Ring. Mit seinem Bling Bling. Ich nehme diese Abkürzung nur zu gerne, damit du Lappen nicht hinterherkommst. Und auf geht es. Bitte, bitte, das lässt er jetzt auch hier sein. Sonst sind wir den ganzen Weg umsonst hergelaufen. Hallo, Lester. Hallo. Hallo, oh, scheiße, er ist bestimmt nicht hier. Ah doch, na Gott sei Dank. Hi. Ich bin verletzt. Kannst du mir helfen? Hier, nimm diesen Heiltrank. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Wurde aber auch Zeit! Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Hä? Oh, ah. Ich habe gerade aus Versehen an den Soundregulierer meines Headsets gespielt. Da wollte ich das nicht. Ich mute nämlich manchmal mein Mikro, während die hier labern, ne? Falls euch das schon mal aufgefallen ist. Dabei kann ich dann nämlich unauffällig was trinken und so, und dann kriegt er das gar nicht mit. Außer jetzt natürlich, weil ich es verraten habe, dass ich nicht mehr trinke, aber... Tut einfach so, als hätte ich das nicht gehört. Das war die Karte, nicht die Mission. Ah, Zalasturm. Wo ist der? Nach der Bau der Feuermager in der Bibliothek, so was man gibt es Schriften über die Gefahren und Schwächen solcher Wesen. Ja, was denn für ein Wesen? Jo. Ja, der lebt im Ohrgebiet. Ne, ach was, ich sag's. Das ist ja zum Glück überhaupt nicht groß, das Ohrgebiet. Für das ist ja schon der Turm da hinten. Wäre vielleicht... eventuell... möglich. Immer safen, immer safen. Der Sound war komisch, aber Holzsound auf Stein.
Im Ohrgebiet so, ja. Ohrgebiet ist zum Glück gar nicht groß. Aber wir gucken uns jetzt mal die Ruine da vorne an. Da habe ich nämlich Bock drauf. Scheiße, ich wollte in der Burgruine, in der Dings gucken, wo Lester drin war in der Burg. Wegen Heilung. Also Bett, aber scheiße, vergessen. Boah, immer schön essen. So, gucken wir uns mal um hier.